Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man einen Kontoauszug erstellen kann bei PayPal. Wenn ihr den zum Beispiel braucht, könnt ihr euch den ganz einfach hier erstellen für den gewünschten Zeitraum und ihn euch dann per E-Mail zuschicken lassen. Könnt ihn abheften, ausdrucken, was immer ihr auch möchtet. Das Ganze geht eigentlich relativ simpel und einfach und ich möchte euch jetzt zeigen, wie. Wenn euch das gefällt, könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen und vergesst auch nicht, hier meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr unterstützt mich wahnsinnig, um auch weiterhin diese Videos hier für euch machen zu können. Wir legen gleich los. Ich habe mich bei meinem PayPal-Account am PC angemeldet und wir müssen jetzt hier oben auf Aktivitäten gehen. Dort klicke ich einmal rein und dann kommen wir hier schon mal zu so einer Abrechnung. Unten könnt ihr die letzten Zahlungen sehen, was gelaufen ist. Aber es geht hier um den Punkt, da müssen wir draufklicken. Das ist der Download-Bereich. Hier klicken wir rein und jetzt detaillierte Kontoauszüge herunterladen. Ja, Gebührendokumente für eine Servicegebühr wollen wir nicht. Wir möchten jetzt hier ja unsere Transaktionen haben, also wie einen festen Kontoauszug. In dem Augenblick müssen wir hier oben das benutzerdefiniert anwählen. Mache ich kurz einmal. Und dann dauert es einen ganz kleinen Augenblick. Und jetzt haben wir hier die Aktivitäten, Aktivitäten oder Aktivitätsbericht, Angaben zu Ihren Kontoaktivitäten. Und da gehen wir jetzt einmal drauf. Und jetzt müssen wir hier unter Transaktionstyp dann alle Transaktionen abwählen. Wo haben wir halt dann, oder anwählen, so haben wir dann halt einen kompletten Kontoauszug. Ja, jetzt kann ich das noch in einem Datumsbereich machen. Gestern, heute, letzter Monat, der letzte drei. Müsst ihr wissen, was ihr braucht, wenn man es regelmäßig macht, wie bei der Bank normal auch. Macht man einfach hier letzter Monat. Dann ist wichtig, hier fürs Format würde ich euch empfehlen, das Ganze als PDF zu nehmen. Ja, jetzt haben wir das soweit und dann gehen wir einfach hier auf den Punkt Bericht erstellen. Mache ich kurz einmal und hier steht es, Ihre Anforderung wird verarbeitet. Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald Sie den Bericht auf Ihrer Seite herunterladen können. Das heißt, ihr bekommt eine Benachrichtigung und dann könnt ihr auch hier in dem Bereich den Kontoauszug herunterladen, ausdrucken, euch anschauen, was immer ihr auch möchtet. So einfach ist es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann.